wirklich Spaß mit euch gemacht. Es ist wohl auch bis gestern noch gefeilt worden und es wurden noch Einigungen erreicht. Am gestrigen Tage dann wohl auch die Besetzung des sogenannten Kabinetts, also der Senatsposten und natürlich dann auch die Verteilung zwischen den beiden Parteien. Klar ist jetzt schon, die bisher regierende Bürgermeisterin Berlin wird es dann nicht mehr sein, sondern sie wird Senatorin und gibt das Amt ab. Gemeinsamen Pressekonferenz zur Vorstellung eines Koalitionsvertrags, der in den vergangenen Wochen, in den vergangenen 25 Tagen in intensiver Tages- und Nachtarbeit entstanden ist, der eine Menge für Berlin bereithält, nämlich das, wovon wir überzeugt sind, das ist das Beste für Berlin. Ich würde insgesamt als Zeitrahmen für die Konferenz eine Stunde ansetzen. Bitte also alle, die sich nachher mit Fragen melden, sich auch entsprechend zu konzentrieren und zunächst Kai Wegner das Wort geben. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag hier auf dem Charité-Campus, ein wichtiger Ort dieser Stadt, ein Ort, der für Wissenschaft, für Forschung, für ganz vieles steht und ein Ort, der für Berlin auch von überregionaler Bedeutung ist. Und das machen wir, glaube ich, auch in den 135 Seiten, die Ihnen jetzt vorliegen, auch deutlich, wie wichtig Wissenschaft, Forschung, Innovation, wie wichtig der Gesundheitsstandort ist. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, gemeinsam sehr, dass wir hier in der Mitte Berlins an der Charité diese Pressekonferenz machen können. Und da vielleicht mal ein herzliches Dankeschön an Herrn Krömer. Ich mache das jetzt einfach mal, der das ermöglicht hat. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Krömer. Ja, meine Damen und Herren, das waren intensive 25 Tage. Ich glaube, das kann man sagen. 25 Tage haben diese Koalitionsverhandlungen gedauert. Und es mag Sie vielleicht überrascht haben, es gab nie diese ganz lange Nachtsitzung. Es gab manchmal kleinere Runden, die sich vorbereitet haben, uns vorbereitet haben für den nächsten Tag. Aber wir haben unsere Koalitionsverhandlungen immer fair auf Augenhöhe und absolut lösungsorientiert geführt. Natürlich gab es Ringen um Positionen, ist doch gar keine Frage. Wir sind unterschiedliche Parteien und wir bleiben auch unterschiedliche Parteien. Und da gibt es auch manchmal bei dem einen oder anderen Punkt unterschiedliche inhaltliche Überzeugungen, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Aber was uns vom ersten Tage an geleitet hat, waren Lösungen für die Stadt. Lösungen auf die Fragen, auf die Probleme, auf die Herausforderungen, vor denen Berlin steht, aber auch Antworten zu geben, wie Berlin weiterentwickelt werden kann, weiter modernisiert werden kann, weil wir der felsenfesten Überzeugung sind, dass Berlin wahrscheinlich die Metropole in Europa mit den größten Chancen ist. Und diese Chancen wollen wir ergreifen, wollen wir gestalten für die Berlinerinnen und Berliner. Und wenn ich sage, was uns geleitet hat, dann haben wir uns immer die Frage gestellt, auch bei Themen, wo wir uns vielleicht nicht sofort einig waren, was natürlich auch vorgekommen ist, was ist das Beste für Berlin? Und das war der Grundtenor, wie wir uns an Lösungen herangearbeitet haben. Was ist das Beste für Berlin? Und wir haben gestern Abend, heute Morgen auch nochmal drüber gesprochen, der Name des Koalitionsvertrags, das Beste für Berlin. Es war nicht ein Punkt, den wir jetzt gesucht haben, wie nennen wir den Koalitionsvertrag, sondern der hat sich genau daraus entwickelt. Aus unseren Gesprächen, Diskussionen, was wir zukünftig in Berlin machen wollen. Also das Beste für Berlin, das wird unser Motto sein. Und wir wissen alle gemeinsam, dass es nicht den einen großen Hebel gibt. Dass es nicht den einen großen Hebel gibt, den man umlegt und dann ist alles prima. Aber wir haben in diesem Koalitionsvertrag ganz viele kleine Hebel gefunden, die jetzt umgedreht werden müssen. Und da wollen wir hart dran arbeiten, dass die Berlinerinnen und Berliner nach 3,5 Jahren sagen, das war gut, dass diese schwarz-rote Koalition angepackt hat, Dinge vorangebracht hat, Dinge erneuert hat. Und ein Punkt, der uns gemeinsam ganz wichtig war, war, dass wir einen Koalitionsvertrag für alle schreiben wollen.
ein Koalitionsvertrag für alle Berlinerinnen und Berliner, nicht mehr das Gegeneinander, sondern im Miteinander, alt und jung, Innenstadt und Außenbezirke. Alle Menschen, die von A nach B kommen wollen, egal wie, ob nun auf 2 Rädern, auf 4 Rädern, ob auf Rollschuhen oder im Rollstuhl, wir wollen alle in den Blick nehmen, damit Mobilität funktioniert, damit Menschen zusammenkommen, damit Menschen sich bewegen können. Und Mobilität, Bewegung steht ja für Zusammenkommen und nicht für Auseinandertrennen. Und das war der Leitansatz, den wir in diesen ganzen Themen auch angegangen sind. Also Modernisierung, habe ich gesagt, wir wollen einen Aufbruch für die Stadt und wir wollen Erneuerung. Und da sind uns, und das werden wir jetzt mal ein bisschen durch die Themen auch gehen, da sind uns einige Themen natürlich auch wichtig. Alle Themen sind wichtig. Sie sehen das in 24 Kapiteln auf unserem 135-seitigen Koalitionsvertrag. Das Thema Mobilität habe ich angesprochen. Wir setzen auf eine Mobilitätswende, nicht mit Verboten, sondern mit Angeboten. Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir wollen die Taktzeiten deutlich verbessern und wir wollen wirklich anpacken, nicht ideologisch, sondern lösungsorientiert und pragmatisch. Wir wollen Angebote, das habe ich gesagt, aber wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass auch Menschen, die sich im Individualverkehr bewegen wollen, sprich mit dem Auto in der Stadt unterwegs sein wollen, dass diese Menschen auch noch in dieser Stadt ihren Platz haben, weil viele Berlinerinnen und Berliner sind einfach angewiesen auf das Auto. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass noch mehr Menschen umsteigen können, freiwillig umsteigen können auf andere Verkehrsformen. Das machen wir über Park-and-Ride-Möglichkeiten, über bessere Taktzeiten im ÖPNV und natürlich auch über mehr Schiene. Das alles Entscheidende ist, wir wollen es im Miteinander und nicht im Gegeneinander machen. Wir werden auch dafür sorgen, dass wir echt einen neuen Schub bekommen, was die Ladeinfrastruktur angeht, dass mehr Menschen noch die Möglichkeit haben, umzusteigen auf Elektromobilität. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für viele Berlinerinnen und Berliner und für eine Verkehrswende, nicht gegen, sondern mit den Menschen in unserer Stadt. Ein Thema hat uns natürlich in diesen Koalitionsverhandlungen und Gesprächen bewegt, und das haben Sie ja auch immer wieder bei den Pressestatements gemerkt, die wir gegeben haben, das Thema Vielfalt. Und ich will da nochmal ganz klar für mich sagen, Berlin ist eine internationale, eine weltoffene, eine bunte, eine vielfältige Metropole. Und das muss so bleiben, das muss geschützt werden, denn in dieser Stadt soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Egal woher er kommt, egal was er glaubt, egal wen er liebt. Und um das sicherzustellen, brauchen wir natürlich auch ein sicheres Fundament. Und dieses sichere Fundament wollen wir über mehr Vertrauen, mehr Wertschätzung für unsere Berliner Polizei, aber auch für die Rettungskräfte, für die Feuerwehr erbringen. Sie werden in den nächsten Monaten und Jahren spüren, unsere Rettungskräfte und unsere Polizistinnen und Polizisten, dass diese neue Koalition, wenn sie denn zustande kommt, dass diese neue Koalition hinter unserer Polizei steht. Dass wir sie unterstützen wollen, in ihrem schwierigen Einsatz tagtäglich für die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner zu sorgen. Wir werden sie ausstatten mit moderner Technik und wir werden ihnen die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die sie brauchen, ja, um diese vielfältige, bunte, liberale, weltoffene Metropole sicherer zu machen, noch sicherer zu machen und auch sauberer zu machen. Auch das war ein Punkt, der uns wichtig war in unseren Koalitionsgesprächen. Was uns als CDU wichtig war, und das war ja schon im Wahlkampf immer wieder Thema, das ist das Thema Bildung. Wir wollen dafür sorgen, dass mehr Qualität in unsere Bildungseinrichtungen kommen und wir wollen dafür sorgen, dass alle Kinder die besten Chancen bekommen. Und hier werden wir ganz gezielt auch nochmal schauen, gerade im Bereich, bevor es in die Schule geht, wie ich Defizite vielleicht abbauen kann. Das nennen wir dann Kita-Chancenjahr, wo wir gegebenenfalls Sprachdefizite vorher erkennen, wo wir Kindern die Möglichkeiten geben, die alle Kinder verdienen, um bestmögliche Bildungschancen zu bekommen. Hier haben wir, glaube ich, auch finanziell einen ordentlichen Schwerpunkt gesetzt, weil Bildung ist die Grundvoraussetzung für Chancengerechtigkeit, für
Möglichkeiten, die unsere Kinder verdienen. Und das gehen wir an. So, und dann haben wir neben bezahlbares Bauen, bezahlbares Wohnen noch ganz, ganz viele Punkte diskutiert. Beim bezahlbaren Bauen ist uns vor allen Dingen gemeinsam wichtig, dass wir die ganzen Genehmigungsverfahren mal ein bisschen entschlacken, dass es wirklich schneller geht und dass die unterschiedlichen Senatsverwaltungen, die zuständig sind, dass die auch gemeinsam dieses Thema prioritär angehen und hier auch für wirklich Lösungen sorgen. Aber meine Damen und Herren, damit das alles funktioniert, Mobilität, Wohnungsbau, Bildung, brauchen wir eine funktionierende Verwaltung. Und das war ein Punkt, wo viele Berlinerinnen und Berliner ja auch immer wieder gesagt haben, hier muss es besser werden, es muss besser funktionieren, es muss schneller gehen. Und hier haben wir auch einen Schwerpunkt drauf gesetzt, dass wir sagen, wir wollen die Digitalisierung weiter vorantreiben. Franziska Giffey hat immer gesagt, hier wurden gute Punkte gesetzt, die Eckpunkte, und das stimmt. Und darauf werden wir aufbauen, die werden wir weiterentwickeln. Wir wollen klare Zuständigkeiten zwischen Land und Bezirken. Hier wird es viele Gespräche geben, auch mit den Bezirken. Es wird nicht ganz einfach, das wissen wir. Aber wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass Verwaltung nur funktionieren kann, wenn wir hier zu klaren Zuständigkeiten kommen. Wir werden die Digitalisierung weiter vorantreiben und wir werden alles dafür tun, dass die Berliner Verwaltung noch besser funktioniert. Weil viele Berlinerinnen und Berliner leiden ein Stück weit drunter, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die vielen motivierten Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch manchmal drunter leiden, weil sie häufig den Frust dann auch abbekommen haben. Und wir wollen beide Seiten zu Partnern machen. Wir wollen für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Und gute Arbeitsbedingungen und Wertschätzung hat auch immer was mit Entlohnung zu tun. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir in einem Stufenmodell in den nächsten 5 Jahren bei unseren Beschäftigten das Bundesniveau bei der Bezahlung erreichen. Wir stehen hier im Konkurrenzwettbewerb zu Bundesbehörden, zu anderen Bundesländern. Wir erleben, dass wir viele, viele unbesetzte Stellen im öffentlichen Dienst haben. Und wir wollen hier endlich Bundesniveau erreichen in den nächsten 5 Jahren in einem Stufenmodell. Das gehen wir an, weil wir es den Beschäftigten jetzt auch, ja, weil wir einfach dafür sorgen wollen, dass sie auch spüren, sie haben die Wertschätzung, die sie verdienen. So vielleicht von meiner Seite, Franziska. Jetzt hast du das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Kai. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr und will an erster Stelle wirklich auch nochmal ausdrücklich unseren Verhandlern in der Dachgruppe, aber auch in den 13 Facharbeitsgruppen danken. Das war wirklich eine herausragende Leistung. Und wir haben mit dem, was wir entschieden haben, einen Weg zu wählen, der auch Richtungsentscheidung und Richtungsänderung ein Stück weit bedeutet, in den letzten Wochen daran gearbeitet, das, was uns das Wahlergebnis mitgegeben hat, die Wünsche und Themen, die die Wählerinnen und Wähler adressiert haben, in puncto funktionierende Stadt, in puncto Sicherheit, in puncto bezahlbares Wohnen, überhaupt mehr Wohnraum und auch in der Frage des Umgangs mit der Mobilitätspolitik. All diese Fragen sind adressiert worden in diesem Wahlergebnis und es ist deutlich geworden, dass Veränderungen notwendig sind. Und wir haben auch gerade als Sozialdemokratie diese Richtungsentscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen, eine Veränderung der Koalition, weil wir das Beste für Berlin gesucht haben, weil das für uns Leitmotiv war in der Entscheidung, was ist das Beste für Berlin? Und Sie wissen, dass wir auch andere Möglichkeiten gehabt hätten, wir haben uns aber für diese Möglichkeit entschieden. Und ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Und dass wir auch heute unseren Mitgliedern der SPD Berlin einen Vertrag vorlegen können mit über 130 Seiten, über 1000 Einzelvorhaben, die wir vereinbart haben und einem Gesamtwerk, das mehr ist, als wir bisher hatten. Das will ich auch einmal ganz deutlich sagen. Es ist ein Vertrag, der zusammenführt Innen- und Außenstadt, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung, der ausgleicht, der die soziale Stadt im Blick hat und der dafür sorgen will, mit allen Punkten, die wir vereinbart haben, dass Bürgernähe, Pragmatismus und Lösungsorientierung sich durch sämtliche Politikbereiche ziehen. Das ist für uns entscheidend. Und unsere Geschäftsgrundlage ist das Bekenntnis zu einer weltoffenen Metropole Berlin, zu einer Stadt der Vielfalt, die jeder Fonds,
von Diskriminierung, von Extremismus, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit etwas entgegensetzt. Und darauf haben wir uns verständigt. Und wir haben uns heute hier getroffen in diesem Rahel-Hirsch-Zentrum. Ein ganz neues Haus, das im Moment sich im Probebetrieb der Charité und des Berlin Institute of Health befindet. Eine 100 Millionen Euro Investition, die für ganz viel steht, was dieser Koalitionsvertrag auch ausdrücken soll. Er soll ausdrücken, dass es als Zentrum für Translation wichtig ist, zwischen Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Arbeit zu vermitteln. Dass hier Menschen arbeiten werden, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und gute Arbeitsbedingungen vorfinden wollen. Dass das ein Ort ist, der für den Gesundheitsstandort, aber auch den Technologie- und Innovations- und Wirtschaftsstandort Berlin steht, den wir voranbringen wollen. Dass es ein Ort ist, der weltweit mit der Charité zu den renommiertesten Orten der Exzellenzforschung und der exzellenten medizinischen Versorgung gehört. Exzellenz, Internationalität, Weltoffenheit, Wettbewerbsfähigkeit über Berlin hinaus. Berlin und Brandenburg, aber auch der Bund, auch das Engagement als internationale Metropole. All das symbolisiert dieser Ort. Und er symbolisiert noch etwas. Denn hier, dieses Zentrum ist benannt nach Rahel Hirsch, 1870 geboren, eine Frau, eine der ersten Ärztinnen, eine Jüdin, die in Deutschland nicht studieren durfte, weil zu dieser Zeit Frauen nicht zugelassen waren fürs Medizinstudium, überhaupt fürs Studium nicht. Sie hatten kein Wahlrecht, sie hatten ganz viele Rechte nicht. Und sie hat sich durchgebissen, hat in der Schweiz studiert und hat dann hier angefangen und hat die Grundlagen gelegt, auch für wichtige Bemühungen im Sinne der Gleichstellung. Und ich will das an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen. Berlin ist nicht nur die Stadt der Vielfalt, sondern auch die Stadt der Frauen. Und die Themen von Gleichstellung, von Parität, von Gleichberechtigung, von Frauen in Führung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das sind wichtige Themen, die in diesem Koalitionsvertrag adressiert werden. Und ich will auch sagen, dass wir uns beschäftigt haben mit den beiden großen Zukunftsfragen unserer Stadt, mit den beiden auch großen sozialen Zukunftsfragen unserer Stadt. Und das ist zum einen, das ist deutlich geworden im letzten Volksentscheid, das Thema Klimaschutz. Es ist vielen Menschen, nicht nur in unserer Stadt, sondern generell wichtig, es ist uns wichtig. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen dieses Sondervermögen, ein bundesweit einmaliges, in seiner Höhe einmaliges Sondervermögen für Klimaschutz, Resilienz und Transformation, weil es darum geht, dass Berlin Vorreiter sein soll beim Thema klimaneutrale Stadt, weil wir investieren wollen in die energetische Gebäudesanierung, in die Frage der Erzeugung erneuerbarer Energien, in die Frage der Transformation der Wirtschaft, aber auch in die Frage der Mobilität, die klimaneutral sein muss und sein wird in der Zukunft. Und dazu gehört das Thema öffentlicher Nahverkehr. Dazu gehört der Ausbau der Strecken- und Schienennetze. Und dazu gehört aber auch, dass wir einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr wollen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir vereinbaren konnten, dass den Weg, den wir gegangen sind in Berlin, 9 Euro Sozialticket, 29 Euro Ticket als Angebot in Ergänzung zum 49-Euro-Ticket, dass wir diesen Weg gehen wollen. Und das wird eines der ersten Themen sein, die wir gemeinsam mit der brandenburgischen Landesregierung angehen werden. Und das zweite große Zukunftsthema, die soziale Frage unserer Stadt, es ist die Frage des Wohnens. Es ist die Frage des bezahlbaren Wohnens, des Mieterschutzes und vor allen Dingen des Neubaus. Denn wir haben mittlerweile die 3,8 Millionen Einwohnergrenze überschritten. Wir bewegen uns auf 4 Millionen Einwohner zu. Und es ist ganz klar, dass bei dem Leerstand in der Stadt unter 1% Leerstand wir Neubau brauchen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen die Wohnungsbauprozesse beschleunigen. Wir wollen das gemeinsam angehen. Mit einem starken politischen Willen, mit einem schneller Bauen-Gesetz, mit der Wohnungsbauförderung Berlin, die angepasst wird auf die Fragen, wie jetzt die krisenhafte Bewältigung möglich ist. Die Baubranche ist in einer schwierigen Situation. Wir wissen das alle. Und deshalb müssen Förderbestimmungen erleichtert werden, Genehmigungsfiktionen ermöglicht werden. Wir brauchen Regularien wie die Bauordnung, die das Bauen begünstigt und nicht behindert. Und wir wollen den Bestand der landeseigenen Wohnungsunternehmen erhöhen. Ein Ankaufsprogramm, zu dem wir uns entschieden haben. Wir haben mittlerweile knapp 400.000 Wohnungen im öffentlichen Bestand, 20%.
Wir wollen das erhöhen. Durch Neubau, durch Ankauf, durch jede Form von Ermöglichung von kommunalem Wohnraum, der bezahlbar ist, der Gruppen zur Verfügung steht, die eben große Schwierigkeiten haben. Und dazu gehört die soziale Infrastruktur. Und deshalb will ich auch nochmal ganz klar sagen, das Thema Bildung, das Thema Schulen, Schulsanierung, es ist eines der Kern- und Schwerpunktthemen dieser Koalition. Und das heißt, dass die Berliner Schulbauoffensive weitergehen wird und fortgeführt und ausgebaut. Und bei all dem, wir brauchen die Fachkräfte nicht nur in der Verwaltung, sondern überall. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir eben in diesem Koalitionsvertrag auch gesagt haben, eine Ausbildungsoffensive, ein Bündnis mit der Wirtschaft, um Ausbildung voranzubringen, um bis zum Jahr 2025 2000 zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Und ja, wenn das nicht gelingen sollte, auch den Weg einer Ausbildungsumlage zu gehen. Denn wir haben viel zu viele, die eben auch noch nicht ausbilden. Und wir haben viel zu viele, die gleichzeitig den Fachkräftemangel beklagen. Und deswegen müssen wir den angehen. Die funktionierende Stadt, sie ist abhängig von den Menschen, die für uns und mit uns arbeiten. Und deshalb ist klar, gute Arbeitsbedingungen, guter Arbeitsschutz, soziale auch Ansätze von Beteiligung und Mitbestimmung, betrieblicher Mitbestimmung, all das wird eine Rolle spielen. Und zum Thema Digitalisierung hat der Kai Wegner schon anklingen lassen, das geht natürlich einher. Wenn wir eine moderne Fachkräftestrategie haben, wenn wir die Verwaltung modernisieren wollen, dann brauchen wir die Digitalisierung. Deshalb begrüße ich es sehr, dass sowohl die Smart City Strategie als auch die Digitalstrategie und alle Bemühungen in dem Bereich auch fortgeführt werden. Vielleicht so viel als Einstieg. Und ich kann sagen, du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, wir hatten gute 25 Tage, sehr konstruktiv, sehr lösungsorientiert, sehr vertrauensvoll. Und wenn es unterschiedliche Meinungen gab, dann haben wir uns zusammengesetzt und das geklärt und zügig geklärt. Und ich glaube, in diesem Sinne sollte auch in Zukunft zusammengearbeitet werden. Es geht darum, dass wir Verantwortung für diese Stadt gemeinsam tragen und es geht darum, dass wir auch Vertrauen zurückgewinnen und die Zuversicht vermitteln und umsetzen, dass diese Stadt besser wird. Noch besser, als sie ohnehin schon ist. Wir haben alle Voraussetzungen, das zu tun. Und wir fangen auch nicht von Null an, sondern wir können auf vieles aufsetzen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch gelingt. Und ich hoffe auch sehr, dass unsere Mitglieder, wenn sie den Vertrag lesen, sehen, es ist mehr drin. Und es ist vor allen Dingen ein Weg, der auch ermöglicht, dass wir Dinge, die uns wichtig sind, in Gestaltung, in Regierungsverantwortung umsetzen können. Und das ist ein wichtiger Wert. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, wir haben uns verständigt, auf das Gute der letzten Jahre aufzubauen, es weiterzuentwickeln und vieles gemeinsam noch besser zu machen. Und eine Sache, die mir besonders wichtig ist, die uns wichtig ist, ist die Frage der Bezahlbarkeit einer Stadt. Kann man sich das Leben in der Stadt Berlin noch leisten? Oft wird immer der Vergleich mit London und Paris herangezogen. Um es mal klipp und klar zu sagen, ich wünsche mir keine Verhältnisse wie in London und Paris. Niemand hier wünscht sich Verhältnisse wie in London und Paris. Sondern wir wollen eine Stadt, die für alle bezahlbar bleibt. Und das Thema Bezahlbarkeit hat natürlich ein Stück weit dann auch mit der Frage zu tun, wie kannst du Gentrifizierung verdrängen? Das heißt, dass Menschen unfreiwillig aus ihrer Stadt raus müssen, in der sie leben, weil man sich die Stadt nicht mehr leisten kann. Ich bin froh und sehr zufrieden, dass es gelungen ist, mit der CDU festzuhalten an der Vision einer gebührenfreien Bildung. Das heißt, eine gebührenfreie Kita, eine gebührenfreie Hortlandschaft, gebührenfreies Mittagessen für die Grundschülerinnen und Grundschüler, kostenloses ÖPNV-Nutzung für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, auch damit die Teilhabe zu ermöglichen. Übersetzt heißt das mehr Teilhabe für alle. Und ich bin froh, dass es nicht nur gelungen ist, das im Grunde genommen auch zu garantieren, sondern auch die Vision der Gebührenfreiheit auszubauen. Sozialassistentinnen werden jetzt entlastet. Damit gibt es auch dann mehr Sozialassistentenberufe, weil die Kosten übernommen werden. Die Meisterausbildung wird übernommen. Also ganz konkret, wir entlasten Menschen,
und schaffen durch eine höhere Beteiligung am Ende ein Fundament, ein sicheres Fundament für eine bezahlbare Stadt. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, gemeinsam zu verabreden, dass wir die Vision von Land Berlin als gute Arbeitgeberin fest verankert haben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, auch in Charité und Vivantes. Deswegen haben wir verabredet, dass wir bei Charité und Vivantes die Töchterfirmen schrittweise zurückführen wollen an die Mutterfirmen. Ein Punkt, der uns gemeinsam sehr wichtig ist. Das heißt, die gemeinsame Grundlage letztendlich von gleichem Lohn und gleicher Arbeit. Zu einer bezahlbaren Stadt gehört, dass wir weiter und konsequent, gerade beim Thema Mieten, es ermöglichen, dass die Menschen ihre Mieten zahlen können. Wir haben verabredet einen Mietenkataster, eine Zweckentfremdungsverbotsverschärfung und die sogenannte illegale Beherbergungsangebote wollen wir gemeinsam notfalls mit einer Bundesratsinitiative angehen. Das ist das, wo Menschen einfach Möbel irgendwo hinstellen, einen alten Sofa, eine alte Teeküche und dann am Ende sich losbinden von der Mietpreisbremse. Das ist das, was uns wichtig ist. Und wir wollen eine Prüfung einer Ausweitung von Milieuschutzgebieten. Wieder ein Punkt, der den Menschen ganz konkret hilft. Ganz konkret hilft, dass man sich das Leben in seiner Stadt Berlin leisten kann. Dass man nicht Angst haben muss, verdrängt zu werden, sondern dass man sagt, nee, Politik ist für mich da. Politik achtet darauf, dass am Ende ich hier in der Stadt Berlin gut über die Runden komme. Was wir auch gemacht haben, ist mehr Beteiligung. Auch ein Punkt, der uns ganz wichtig war. Wir führen gemeinsam, und da werden Mehrheiten ausgelotet im Parlament, das Wahlalter 16 ein. Beteiligung. Noch mehr Menschen beteiligen. Ganz wichtiges Anliegen, was wir gemeinsam verabredet haben. Und wir haben verabredet, dass wir auch aus Respekt mit der Initiative, die damals sich entschieden hat, dass es keine Randbebauung geben darf am Tempelhofer Feld, dass wir gesagt haben, das, was wir wollen, ist eine behutsame Bebauung der Fläche, der am Rand des Tempelhofer Feldes, eine behutsame Bebauung, dass das aber nicht einfach so geht, sondern im Grunde genommen tatsächlich Hürden hat. Eine Hürde ist, dass vorneweg ein großer Plan ausgeschrieben werden muss, eine Art Wettbewerb, dass man sagt, was ist am Ende notwendig, um das Ganze zu machen? Zum Beispiel die soziale Infrastruktur, dass ganze Generationen, kommende Generationen davon profitieren, dass die Fläche am Ende tatsächlich auch für kommende Generationen genutzt werden kann. Senioren wohnen, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Demenzwohnungen und. Und dass dann nach einem Wettbewerb, der die Kriterien Klimaschutz als eins der Hauptkriterien beinhaltet, am Ende des Prozesses die Berlinerinnen und Berliner wieder befragt werden, ob sie am Ende mit dieser großen Idee einverstanden sind. Wir wollen es gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern verabreden und nicht gegen die Berlinerinnen und Berliner, sondern wir wollen gemeinsam es hinbekommen, dass letztendlich auch in dieser Konstellation wieder mehr Vertrauen insgesamt in die Politik auch wieder besteht. Und zu vertrauen in der Politik heißt, dass die Menschen sich darauf verlassen werden können, dass letztendlich auch Sachen, die wir verabredet haben, am Ende auch 1:1 eingehalten werden. Wir haben dazu auch gemeinsame Erfahrungen aus dem Jahr 11 bis 16. Wir hatten damals auch eine gemeinsame Koalition und hatten Verabredungen getroffen. Und ich sage immer den Kritikerinnen und Kritikern, ja, damals ist es in dieser Konstellation auch gelungen, in Berlin den Einstieg in die gebührenfreie Bildung hinzubekommen. Es ist damals gelungen zu sagen, wir verkaufen keine Grundstücke mehr, sondern wir machen eine neue Liegenschaftspolitik, die Grund und Boden dauerhaft sichert und keine Verkäufe macht. Ganz im Gegenteil, wir schaffen sogar den Liegenschaftsfonds als Ganzes ab. Und wir haben damals den Einstieg in die Rekommunalisierung gemacht, Rückkauf der Berliner Wasserbetriebe. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt verabredet haben, bei Strom und bei Gas einen Weg zu gehen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin. Also auch auf gemeinsame Erfahrungen aufbauen und darauf aufbauen, dass die Menschen letztendlich auch ein Stück weit wieder Vertrauen in die Politik bekommen. Letzter Gedanke. Es gibt einen Punkt, der uns Sozialdemokratinnen wichtig ist.
Dieser Punkt ist auch euch sehr wichtig. Das ist tatsächlich diese Vision einer Stadt für alle. Es hört sich immer so leicht an, eine Stadt für alle. Formuliert heißt das übersetzt, eine Stadt der Vielfalt, eine Stadt der Vielen, eine Stadt, die Vielfalt willkommen heißt. Eine Stadt, die sicherer Hafen sein will für Menschen in Not und eine Stadt, die im Grunde genommen durch ihre Vielfalt eine Erklärung abgibt nach außen, und zwar, dass Vielfalt uns bereichert und dass Vielfalt am Ende zur DNA Berlins gehört. Und ich bin sehr froh, dass wir es auch zeigen können, diese Vielfalt in einem großen Kapitel auch zum Thema Vielfalt, wo wir gemeinsam viele Punkte verabredet haben, die über alles, was bisher war, hinausgeht. Die über alle bisherigen Verabredungen hinausgehen. Und ein Punkt, der mir wichtig ist, ist natürlich neben dem Kampf gegen Antisemitismus der gemeinsame Kampf gegen Rechtsradikale, gegen Rechtsextremisten, ist natürlich auch eine neue Facette, die wir erleben mussten in den letzten Jahren, und zwar ein steigender Muslimfeindlichkeit. Dass Menschen, die dem islamischen Glauben angehören oder als muslimisch gelesen werden, immer mehr attackiert werden. Und wir haben uns dort in einem großen Kapitel, auch erstmals in einem Bundesland, mit der Frage Kampf gegen Islamfeindlichkeit beschäftigt. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, um nur ein Beispiel zu geben, mit einer großen Wirkung, weil es dann überall diskutiert wird, in Schulen, in Betrieben, in den Medien, dass wir den 15. März, der Tag, wo ein Rechtsradikaler, ein Nazi in Christchurch Menschen ermordet hat, im Gebet, in einer Moschee, dass wir diesen Tag gemeinsam in Anführungszeichen würdigen wollen, das heißt gedenken wollen, dass wir dort an den Tag Veranstaltungen planen, um die Diskussion zu ermöglichen in Berlin, dass auch der Islam ein Teil dieser Stadt ist. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite herzlichen Dank. Sie merken, man hat sich eine Menge vorgenommen, wir alle miteinander, und das in sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, darum setzen wir gerade den gemeinsamen Akzent so stark auf eine Veränderung der Strukturen, auf die wir all das aufbauen, was wir uns vorgenommen haben. Das Thema Verwaltungsmodernisierung, Strukturreform ist schnell gesagt. Wir wissen, dass das eine große Ambition ist und wir wissen, dass die Entscheidungen, die auch dazu in kurzer Zeit getroffen werden müssen, manchem wehtun werden. Deswegen wird es auch da darum gehen, zusammenzuführen, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg. Aber es ist erforderlich, und wir haben über das Thema Bauen gesprochen. Es gilt aber auch für viele, viele, viele andere Bereiche, in denen Berlin einfach zu viel Zeit verliert, durch die Verzögerung von Entscheidungen, durch Streit über Zuständigkeiten, und das wollen wir abstellen. Und ich glaube, auch das wird dazu beitragen, dass Berlin Berlin bleibt, aber jeden Tag ein Stückchen besser wird. Und das ist am Ende die Leiterzählung dieses Koalitionsvertrages, und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Themenbereiche, die wir uns hier gemeinsam vorgenommen haben. Bei all dem werden wir auch nicht die Wirtschaftlichkeit unseres Handelns aus den Augen verlieren. Wir werden nicht die Ideologie über Wirtschaftlichkeit stellen, sondern wir werden immer auch schauen, dass das Gesetz der Zahlen gilt. Das heißt, wer immer sich fragt, wird denn sich das alles rechnen? Auch das haben wir uns in langen Nächten gemeinsam angeschaut und haben dabei nicht die Taschenrechner aus dem Fenster geworfen. Nein, wir haben das auch mit spitzer Feder kalkuliert, dass hier nicht das Leistbare überschritten wird. Ich sage aber auch ganz deutlich, wir müssen Schwerpunkte setzen, in sehr kurzer Zeit, die große Investitionen erfordern. Wir haben das gehört zum Thema Ankauf von Wohnungsbeständen. Und natürlich gilt das insbesondere für das große Thema dieses Sondervermögens, das große Thema, mit dem wir Berlin Schritt für Schritt der Transformation hin zur Klimaneutralität und damit vor allen Dingen der Befreiung aus energiewirtschaftlichen Abhängigkeiten näher bringen wollen. Das sind immense Investitionsnotwendigkeiten. Das gilt für die Sanierung, das gilt für die Energiewende, das gilt für die Investitionen in eine neue und moderne Form von Mobilität. Und damit all das schneller vorangeht, brauchen wir auf der einen Seite die Verwaltungsmodernisierung und auf der anderen Seite auch die erforderlichen Mittel. Und wir sind fest davon überzeugt, dass das der einzig verantwortbare Weg ist, in einer Zeit, in der wir nicht mehr viel Zeit haben, diese Weichen zu stellen. Ich glaube, wir haben ansonsten auch eine ganze Reihe weiterer Akzente in allen Themenbereichen gesetzt. Ich gehörte ja zu denjenigen, die das mit vielen anderen im Bereich Stadtentwicklung verhandeln durften und kann sagen, auch da wird sich das Bild der Stadt zum Besseren verändern an der einen oder anderen Stelle. Auch dort wird manche Blockade gelöst. Über die Ergebnisse freue ich mich persönlich jedenfalls
sehr, und das schien mir über die letzten Jahre beinahe unvorstellbar, all das einmal in einem Koalitionsvertrag wiederzufinden, was hier jetzt möglich ist im Bereich von Beschleunigung, im Bereich von Entschlackung, im Bereich von Entideologisierung. Ich glaube, auch das ist es, was Berlin gut tut. Noch einmal zur Anfangs- und Ausgangserzählung. Es geht darum, Berlin zusammenzuführen. Es geht darum, Zusammenhalt zu organisieren. Es geht darum, Gegeneinander zu überwinden und ein neues Miteinander zu schaffen und dadurch wieder Vertrauen in politisches Handeln zu stiften. Es ist jetzt eine Menge gesagt, deswegen glaube ich, werden Sie gar keine Fragen mehr haben. Sollte es trotzdem so sein, gäbe es noch die eine oder andere Gelegenheit dazu. Herr Anker. Vielleicht ganz konkret. Sie haben ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie Sie etwas finanzieren. Die eine Sache ist über den Haushalt. Da wird man die regulären Ausgaben finanzieren, wie zum Beispiel, auch da gilt der Grundsatz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und dass Arbeitgeber Berlin ein anständiger Arbeitgeber sein muss, der die Leute anständig bezahlt. Dann haben Sie aber andere Sachen, Herr Anker, die bezahlen Sie ja mit den Möglichkeiten, die uns der Bund gegeben hat, in Krisenfällen auch Kredit aufzunehmen. Und Sie haben gerade angesprochen, die 2x5 Milliarden Euro für das Thema Klima, für den Klimaschutz. Da investieren wir im Übrigen auch klug. Das ist auch ein ganz großer Konjunkturprogramm, was wir da machen. Das heißt, Sie geben auch Geld aus für Substanz, für Erhalt, für Sanierung. Und das nimmt man in Form von Krediten auf. Wir haben 2x gute Erfahrungen damit gemacht. Einmal während der Corona-Pandemie, als wir damals gesagt haben, wir nehmen Geld in die Hand und investieren in der Krise. Also in der Krise spart man nicht, man investiert. Ende vom Lied war, wir kamen gestärkt aus der Pandemie heraus. Wir haben wieder beim Bereich Tourismus und Ähnliches nach Barcelona, glaube ich, die zweitbesten Werte. Und die andere Erfahrung, die wir hatten, ist das Thema mit der Armutsbekämpfung infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Da haben wir beim letzten Mal 3 Milliarden Euro in die Hand genommen. Übrigens mehr als jedes andere Bundesland. Auch da war es wieder gut. Wir haben die soziale Infrastruktur erhalten. Keine soziale Infrastruktur musste schließen. Das heißt, in der Krise zu investieren, ist ausdrücklich erlaubt, und zwar in Krisenzeiten. Und die Verfassungsrichter im Bund haben uns ja auch gesagt, dass das Thema Klima ein Krisenfall ist. Und Europa hat erst vor einigen Wochen eine enorme Summe an Milliarden aufgebracht, um auch zu investieren in das Thema Klima. Also Klima ist eine Situation, die darf nicht nur Geld kosten, sie muss Geld kosten. Wir wollen deutlich schneller vorankommen als die bisherigen Klimaziele, die wir uns selbst gegeben haben. Vielleicht darf ich dazu noch einen Satz sagen. Herr Anker, ist doch gar keine Frage. Wir leben auch in Berlin logischerweise in Zeiten des Wandels, in Zeiten großer globaler Krisen. Und es wird unsere Aufgabe sein, als neue Landesregierung die Berlinerinnen und Berliner da zu unterstützen, zu schützen, durch diese Krisen durchzukommen. Viele Menschen machen sich Sorgen und diese Sorgen nehmen wir auch auf. Und Reitzer-Lee hat das gerade schon gesagt. Für mich ist wichtig, gerade in diesen Krisen wirklich in Zukunft zu investieren. Und das, was wir tun, sind Investitionen in die Zukunft. Sowohl was die Wohnungsbestände angeht, als aber auch und gerade im Bereich des Klimaschutzes. Wenn Sie sehen, was wir uns da vorgenommen haben, bei der gebäudischen Sanierung, energetischen Gebäudesanierung, meine Güte, wenn Sie da sehen, wie wir mit Schulen, Universitäten, Polizeiwachen umgehen wollen, da werden richtig viele Berlinerinnen und Berliner von profitieren. Aber vor allen Dingen ist es eine Investition in die Zukunft, weil es über Jahre, wenn die Menschen, wird die Stadt davon profitieren. Und dass viele Menschen bewegt sind durch das Thema Klimaschutz, das ist doch gar keine Frage. Auch wenn der Volksentscheid so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, dass er keine Mehrheit gefunden hat, wissen wir doch aber allesamt hier in dem Raum, wie wichtig dieses Thema für viele Berlinerinnen und Berliner ist und auch für uns als möglicherweise neue Landesregierung. Und wir wollen die vereinbarten Ziele schneller erreichen, als wir es müssten. Weil wir einfach felsenfest daran glauben, dass es eins der Top-Themen der Zukunft ist und was gerade auch junge Menschen bewegt. Und für mich ist das Thema Klimaschutz nicht nur ein Thema des
Klimaschutzes, sondern ich sage das mal ganz deutlich, es hat doch was mit Lebensqualität in unserer Stadt zu tun. So, und die Lebensqualität hier zu sichern über Mobilitätswende, die wir ja auch aus diesem Klimafonds mitfinanzieren wollen, wenn wir über Ladeinfrastruktur vieles mehr denken, Elektrifizierung der Mobilität, das werden wir alles aus diesem Fonds auch machen, auch eine Investition in die Zukunft. Und die Unabhängigkeit der Energieversorgung, die wurde schon angesprochen. Und hier müssen wir natürlich Geld in die Hand nehmen. Das kriegen Sie nicht kostenlos gestemmt. Aber ich finde, für solche Investitionen in die Zukunft dieser Stadt lohnt es sich allemal. Vielen Dank. Eine Frage war noch offen, das war die zur Besoldung. Dazu nur ganz kurz, Sie glauben nicht, wie viel Geld das Land Berlin im Moment nicht ausgibt, weil wir Stellen gar nicht besetzen können. Und wenn Sie sich die Altersstruktur der Berliner Verwaltung anschauen, dann wissen Sie, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und wenn wir wollen, dass diese Stadt funktioniert, dann werden wir diese Schritte gehen müssen. Dann sind Sie alternativlos und dann werden Sie sich auf jeden Fall auch auszahlen. Denn wir können auch davon ausgehen, dass die Verwaltungsreform natürlich heißt, es werden sich nicht immer gleich viele Menschen um das gleiche Thema in Zukunft kümmern müssen. Also insofern hoffen wir doch sehr darauf, dass das ein Gewinngeschäft für Berlin wird. So, Herr Neumann hatte sich gemeldet. Für uns vorne wird es mit Mikro leichter. Ja, Frau Giffey, für wann halten Sie die Wiederaufnahme des Angebots 29-Euro-Tickets für realistisch? Und mit welchen Argumenten wollen Sie die Brandenburger bezirzen? Und eine Frage an Herrn Wegner. Das Mobilitätsgesetz soll weiterentwickelt werden, Stichwort mehr Miteinander, Gegeneinander. Was sind mögliche Änderungsansätze, die die Koalition da sieht? Also beim 29-Euro-Ticket wird Franziska Giffey antworten, aber ich sage Ihnen, wir sind uns da dezidiert einig. Wir wollen dieses Angebot fortsetzen für die Berlinerinnen und Berliner und wir wollen es in Abstimmung mit Brandenburg machen. So, zum Thema Mobilitätsgesetz. Wissen Sie, das haben wir doch alle gespürt im Wahlkampf, dass das für viele Berlinerinnen und Berliner ein Thema war, wo viele Menschen es auch nicht so richtig verstanden haben. Warum muss das jetzt eigentlich so sein? Wo viele Menschen auch in Berlin das Gefühl hatten, hier geht es gar nicht um eine pragmatisch gute Lösung, sondern dass es mehr um Ideologie, ja, und manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand ging. Und davon wird sich die neue Landesregierung gerade im Bereich der Mobilitätspolitik unterscheiden. Wir wollen uns ganz konkret Situationen vor Ort anschauen. Und dann werden wir mit Maßnahmen dort auch vor Ort reingehen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Sie können nicht, zum Beispiel beim Radverkehrswegegesetz, Sie können nicht einfach mit einer Schablone durch ganz Berlin die gleichen Breiten festlegen. Das funktioniert nicht. Ist auch nicht bedarfsgerecht. So, und wir sagen ja zu sicheren Fahrradwegen. Ganz klar. Und es wird auch weiterhin Fahrradwege in Berlin geben, auch noch mehr. Und wir werden auch Fahrradwege sanieren, die vorhanden sind. Da haben wir teilweise echt schlechte Zustände auf den Fahrradwegen. Aber was wir nicht machen werden, ist mit dem Kopf durch die Wand gegen den Willen vieler Anwohner, gerade auch in den Außenbezirken, 2,30 Meter breite Fahrradwege herzustellen, die eigentlich fast gar kein Mensch nutzt. Das machen wir nicht und das werden wir uns sehr konkret anschauen am Einzelfallbeispiel. Berlin ist die Stadt der Vielfalt und Berlin hat eben auch ganz vielfältige Ansprüche im Bereich der Mobilität. So, und da legen wir nicht eine Schablone drauf und überall das Gleiche, sondern ganz konkret vor Ort das optimieren. Ja, vielleicht nur kurz. Die Verkehrsverwaltung hat ja schon jetzt den Auftrag, mit Brandenburg im Verkehrsverbund ins Gespräch zu kommen. Wir sind natürlich jetzt in dieser Umbruchssituation. Ich gehe davon aus, dass die entscheidenden Gespräche nach Bildung der neuen Landesregierung erfolgen. Und wollen wir das jetzt schon sagen? Oder? Ja, soll ich? Okay. Das ist ja auch noch eine wichtige Frage für Sie heute. Wann geht's denn nun los? Ja, wir haben ja ein paar Zeitpläne, die uns ganz klar auch vorgegeben sind. Sie wissen, dass wir auf der einen Seite das SPD-Mitgliedervotum haben, wo am 21. April die Entscheidung oder die Stimmzettelabgabe erfolgt sein muss. Am 23. April am Sonntag um 18 Uhr wird die Auszählung beendet sein. Dann werden wir sofort nach 18 Uhr, also sofern dann wir fertig sind, das auch am Sonntagabend das Ergebnis verkünden. Und ihr habt am Montag Parteitag und dann haben wir in Plan, dass wir den Koalitionsvertrag an dem darauffolgenden Mittwoch unterzeichnen, am 26. April und am 27. April
ist dann ja die reguläre Plenarsitzung und das ist auch die Sitzung, die wir gestern verständigt haben, als sozusagen Termin für die Neubildung der neuen Landesregierung. Sie können davon ausgehen, dass uns ohne Zögern, unmittelbar danach, auch die Gespräche natürlich der neuen Landesregierung mit der Landesregierung Brandenburg erfolgen werden, um eine entsprechende Lösung zu finden. Uns ist klar, dass auch die Brandenburger da Interessen haben, auf die man reagieren muss. Und da muss es einen gemeinsamen Weg geben. Das bedeutet aber, dass diese Gespräche, auch wenn wir sie unverzüglich starten, aller Voraussicht nicht dazu führen werden, dass genau am 1. Mai das 29-Euro-Ticket weitergeht. Da bitte ich Sie einfach um Verständnis. Ja, wir haben eine Übergangszeit, wir haben einen Regierungswechsel und es muss zwischen den beiden Regierungen, die dann auch in Verantwortung sind, diese Aushandlung getroffen werden. Das werden wir sofort tun. Und ich kann Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, welcher Monat, aber schnellstmöglich und möglichst auch im Verkehrsverbund, so haben wir es verständigt.